Herzlich willkommen zurück zu A Plug Place. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im fünften Kapitel angekommen und überqueren gerade ein Schlachtfeld. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Shh, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut. Eine Fackel. Wo hab ich die Fackel übersehen? Drecksviecher! Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Was? Wie? Eine Fackel? Jetzt bin ich verwirrt. Wo kann ich denn hier irgendwas machen? Es geht um die Fackel da, ne? Krieg ich das aus? Nee, ich krieg das nicht aus. Nichts machen gegen den. Doch, kann ich. Oh. Nee, das klappt nicht. So definitiv schon mal nicht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Was gibt denn hier noch? Ja, genau durch sowas, ne? Man übersieht ständig Sachen. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Im letzten Video. Okay, ich muss ganz nah bei dem bleiben. Ach, diese verfluchten Drecksviecher! Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Na, wir hatten im letzten Video das Problem. Ach, endlich, verdammt! Und dafür die ganze Mühe? Dass ich zu viel. Muss ich mir noch überlegen. Zu wenig Gegenstände hatte zum Upgraden. Obwohl ich ein Werkzeug hatte. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Los, los! Kein Ton. Hab verstanden. Ah, hier könnte zum Beispiel auch überall noch was rumliegen. Sollten mal schauen gehen. Ah ja, genau. Durch solchen Mist. Aber gut, über Salpeter habe ich schon Maximum. Stoff oder dergleichen wäre gut. Ich glaube, ich habe zu viel wieder irgendwo liegen lassen. Wer weiß, wann ich hier die nächste Werkbank bekomme. Nicht gut. Am liebsten würde ich jetzt zurückgehen. Habe ich jetzt genügend? Lass mal schauen. Das können wir nicht herstellen. Das können wir auch nicht herstellen. Können wir auch nicht herstellen. Das können wir jetzt herstellen. Wenn ich zurückgehen kann, mache ich das. Hauptsache, ich kann wieder was herstellen. Bin ich der Meinung. Frage ist, ob wir das packen. Also, ob wir wieder zurückgehen können. Ich bin falsch abgebogen, ich Idiot. So viel dazu. Aber theoretisch müsste ich ja jetzt eigentlich bis zu der Werkbank zurückgehen können. Wartet hier, ich mach schnell. Ich rühre mich nicht. Gute Idee. So machen wir es. Ihr wartet da. Ich suche das ganze Schlachtfeld jetzt mit der Fackel ab. Das wäre schlau, ne? Ja, das wäre richtig schlau. Jetzt kann ich nämlich überall hin. Frage ist, wie weit kann ich zurück? Mal gerade schauen, was brauche ich für die größere Tasche? Mehr Stoff und keine Ahnung wie viel. Und mehr von dem Schwefel oder was das da ist. Aber da kann ich doch nur 12 von tragen. Wie soll das denn gehen? Ach nee, doch nicht. Ich habe es falsch angeklickt. Okay, es fehlt ein Stoff.
Jetzt, ich glaube, ich gehe noch nicht zur Werkbank. Ich guck. Ach du Scheiße. Nee, das geht nicht, was ich da vor. Tut mir leid, ich hatte Angst. Alles gut. Chill. Nein, Amicia, ich habe Angst. Ah, echt? Ich darf mich nicht so weit entfernen. Okay, ich komme. Ihr müsst mitkommen. Tut mir leid. Es geht nicht anders. Kommt, die Luft ist rein. Ich folge dir. Dann können wir uns zwar langsamer bewegen, aber wir sollten die Ressourcen jetzt hier nicht zurücklassen. So, da hinten ist zum Beispiel einer. Kann ich die Schleuder benutzen? Nee, kann ich nicht, während ich die Fackel habe. Da gibt es ja auch noch was abzusahen, so wie es aussieht. Aber das ist ein Problem. Wenn die Wache mich erwischt, muss ich auch den ganzen Weg wieder dahin rennen. Da ist eine Kiste. Der sieht mich direkt, oder? Wenn ich jetzt dahin gehe. Versuch's trotzdem. Liegt noch was? Da ist was. Hey! Shit. Halt, hab ich gesagt. Shit. Und ich kann nicht kämpfen. Okay. Wie mache ich das? Und man kommt da ja nur hin, wenn man den Kram hat. Vorher komme ich doch noch gar nicht hin, oder? Oder kann ich da vorher irgendwie schon hin? Ich habe die Sichel trotzdem schon, weil ich sie berührt habe. Dieses Werkzeug, mit dem normalerweise Weizenkörner ausgedroschen werden, wird hier als improvisierte Waffe verwendet. Da die meisten Soldaten zum einfachen Volk gehörten und zwangsrekrutiert wurden, hatten nur wenige von ihnen eine Soldatenausbildung oder Ausrüstung. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie in Lumpen gekleidet mit einem einfachen Messer in der Hand kämpften. Okay. Ja, also dann müssen wir uns das holen. Schade, dass wir da nicht speichern können. Und dann nochmal zusammen zurück. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psst, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Na komm, geh. Sput, sput. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Für die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Wir holen uns erstmal den Kram, der hier liegt. Da links war irgendwo noch was, glaube ich. Ah ja, und das kann ich nicht mehr aufheben. Schön. Aber da lag noch was und dann gehe ich nochmal schnell zurück. Ja, mache ich nicht. Scheiße, wird knapp. Amicia, bitte komm zurück. Scheiße. Schon gut. Du bist verschwunden. Komm zurück. So was Ärgerliches. Die Luft ist rein. In Ordnung. Wird sich hier jemand verstecken? Scheiße. Ah, das geht gerade alles so in die Hose. Ärgerlich. Wartet hier und nein. Wir müssen unter dem Kommt mal näher durch, mit. Amicia. Aber die Ratten sind überall. Genau. Wir finden eine Lösung. So. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Bleibt hier. Kein Problem. Jetzt sind sie ein Stück näher dran. Das ist schon mal ganz gut. Die waren zu weit hinten. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen.
für die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. So, dann komm mal mit mir. Ich komme. Müssten wir eigentlich jetzt hier über die Mauer, aber ich glaube, das lohnt sich schon, was wir hier gerade machen. Jetzt werde ich gleich so viele Sachen finden, die ich nicht mehr nehmen kann. Und das Schlimmste wäre, ich finde ein Werkzeug, was ich nicht mitnehmen kann. Und da hinten ist eine Sache, die können wir mitnehmen. Sollten wir auch tun. Ohne dass er uns bemerkt. Was war das denn? Ein Seil, glaube ich, oder? Kommen wir da von hier dran? Wahrscheinlich nichts. Dann verzieh dich wieder. Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Hauptsache, wir haben uns das Seil geholt. Aber war schon ein bisschen knifflig, die Stelle. Schauen wir mal, was wir noch so da haben. Hier ist schon mal nichts. Ein Stoff wäre super. Ein Stoff, bitte. Halt, da blinkt doch was. Da unten drunter blinkt was. Wie komme ich da hin? Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Sowas Fieses. Unsichtbare Barriere. Naja, wir können aber was anderes machen. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann raten wir das hier ab. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, definitiv. Das hat sich gelohnt. Aber es hat mich auch 15 Minuten Zeit gekostet. Aber wenn wir jetzt gleich irgendwo ein Werkzeug finden, ich hätte es nicht mitnehmen können, dann sind wir froh, dass wir das so gemacht haben.
Kann ich vielleicht den jetzt hier links noch mitnehmen? Ah ja, und wir können hier auch wieder einen Salpeter mitnehmen. Da haben wir nämlich 4 Stück von verbraucht. Komm, kletter hoch. Ja. Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Stöcke Hugo. Im Bauch. Okay, entzünden wir das da hinten. Oh, das hilft mir nicht. Shit. Wehe, da gab es jetzt keinen Kontrollpunkt. Das wäre blöd. Ah. Neue Stelle gemacht. Dankeschön. Aber wir haben. Achso, die Fackel steckt jetzt da drin, ne? Ja, nimm sie mit. Sehr schön. Achso, hier liegt vielleicht auch noch Kram. Moment. Ich konnte oben ein paar Sachen nicht mitnehmen. Nein, ich wollte die Fackel da dran stecken. Das machst du nicht mehr. Lass uns mal nach oben gehen. Da hatte ich ja auch was gehabt, was ich eben nicht nehmen konnte. Vielleicht kann ich es jetzt nehmen. Ah, du gehst mit der Fackel da nicht hoch, ne? Naja, egal. Aber wir haben das Upgrade jetzt gemacht, oder nicht? Ja. Haben wir auf jeden Fall nicht mehr bei. Das Werkzeug. Hugo, du zuerst. Na gut, kein Mucks. Okay, wieder an derselben Stelle. Wie genau machen wir das? Kannst du die Fackel... Da liegt doch schon wieder was. Ne, es sind nur Steine. Ach so, die Leichen runterschießen, vermute ich, ne? Ja, rennen wir mal gerade an denen vorbei. Um zu ignorieren, Hugo. Gucken, ob hier noch was ist. Sehr gut. Was ist das für ein Horn? Das ist ein Olifant, glaube ich. Das war wahrscheinlich ein Hauptmann. Olifanten. Ist ja wie bei Herr der Ringe. Hilfe, Leute, helft mir. Oh, mies. Los, rein da, schnell. Dann schauen wir doch mal, was wir da so haben. Huch, was ist denn hier los? Mir nicht zu nah. Nehmen uns erstmal die Fackel, damit hier Ruhe im Gelände ist. Und dann schauen wir uns an, was wir da gefunden haben. Olifant. Da der einzelne Ton des leicht zu transportierenden Olifanten sogar über weite Entfernungen so gut zu hören war, stellte er die Kommunikation zwischen verschiedenen Einheiten einer Armee sicher. Egal ob Sammeln, Vorrücken oder Rückzug, die schnelle und deutliche Übermittlung von Informationen ist mitten im Gefecht nicht nur kompliziert, sondern auch von äußerster Wendigkeit. Wichtigkeit. Wendigkeit. So, nichts liegen lassen. Amicia, er sitzt in der Falle. Psst, da liegt doch was. Wir müssen weiter. Das sieht nur so aus. Das
wir müssen hier raus. Amicia! Lass mich nicht. Das kann nicht wahr sein. Gut, Appetit. Kommt. Was passiert, wenn wir hier an der Fackel gehen? Können wir die anzünden und hier noch was stibitzen? Na, leider nicht. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Neues Werkzeug, sage ich doch. Und wir können nur eins mit uns rumschleppen. Hier, da seht ihr es nochmal, eins von eins. Wir hätten das jetzt nicht aufheben können. Und das wäre richtig scheiße. Das war wichtig, dass wir das machen. Platzmangel. Platzmangel einfach, ne? Wir brauchen unbedingt eine größere Tasche. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Somnum, du kannst jetzt Somnum herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Was ist Somnum? Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Kostet aber wieder Alkohol, was ich brauche. Und sogar noch einen Stoff. Naja, geht ja nicht etwa anders. So? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einen Gegner von hinten und drücke Y, sobald das Symbol angezeigt wird. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Gut, bis gleich. Ja, für eine Weile. Danke, das wird uns das Leben retten. Bitte bleibt nicht lange weg. Alles gut, ihr könnt kommen. Na gut. Somnum, alles klar. Sonst ist hier nichts, ne? Schade. Können wir den da umwerfen? Nee, aber das da oben können wir abschießen, oder? Nee, machst du nicht. Test trotzdem mal. Nö. Vielleicht von einer anderen Sicht. Wir brauchen irgendwie so ein Metallteil. Nein. Leider nicht. Okay, ihr zwingt mich dazu, ein Ignifer zu benutzen. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Mhm. Können wir das Licht schwenken? Verstehe. Stoff, dankeschön. Ein Stoff wieder. Wir brauchen Feuer, um da durchzukommen. Ich glaube, da drüben ist Holz. Aber das wird nicht leicht. Wir müssen es versuchen. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. So sollte es gehen. Aber wir beeilen. Ich lasse los. Achtung! Hä? Bleib mal hier, bitte. Ich bin gleich wieder da. Bleibt hier. Ich? Ja. Ich komme auf jeden Fall nicht an die Stöcke dran. Also der muss das benutzen. Machen. Ja. Und dann renne ich darüber, oder? Nee, geht nicht. Kurz Zeit davon. Oh! Huiuiui. Ja, komm zurück!
Ja, sofort. Wieso ist hier kein Feuer oder dergleichen? Beruhige dich, es ist vorbei. Du warst so weit weg. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich glaube, ich sterbe aber trotzdem, weil das bringt ja hier gar nichts. Ich hätte den... Amicia, geh nicht. Beruhige dich, uns geht's gut. Das war gruselig. Ich will mich nicht mehr fürchten. Was genau muss ich hier machen? Das Teil können wir nicht mitnehmen. Alles ist gut, ich bin doch hier. Okay, ich muss den Kleinen mitnehmen. Der muss hier durchkriechen und ich muss das da in Brand stecken. Das Problem ist, ich komme nicht mehr zurück, ohne zu sterben. That's a problem. Okay, du bleibst schön bei mir. Du darfst das hier benutzen. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Ja, lass los und dann treffen wir da durch. Okay. Entzünden wir hier dieses Teil. Kannst du da bitte durchgehen? Schaffst du das? Hol mal das Stöckchen. Los, Hugo, genau so. Hast du super gemacht. Du bist der beste, Hugo. So, das heißt, wir kommen mit einem Stock zurück. Was bringt uns ein Stock? Das reicht doch nie im Leben, oder? Geh aus dem Weg. Geh. Ach nee, echt jetzt. Okay. Dieselbe Chose nochmal. Vollidiot. Das musst du machen. Unverzüglich. Wir müssen da hinten hin. Okay. Das heißt, da hinten schnell rüber rennen. Du kriegst das hin? Frage ist, ob ich ihn hier zurücklasse. Los, Hugo, genau so. Bin ein bisschen schneller ohne ihn, glaube ich. Bleibt hier, es dauert nicht lange. Nun denn. Obwohl, okay, wir müssen es testen, es ging ja nichts anders. Kommt her. Ja. Komm, komm her! Vollidiot. Es ist ja nicht dabei. Es ist so schon knapp genug. Nee, ist zu knapp. Das ist zu knapp. Kann ich den Mist schon wieder einsammeln? Wir brauchen Feuer, um da durchzukommen. Feuer, um da durchzukommen. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Die Frage ist, sind da hinten Stöcke? Da hinten nämlich Stöcke noch liegen bei dem Feuer, komme ich ja wieder zurück. Warum sollten wir das ausprobieren? Das muss ja irgendwie das gehen. Das musst du machen. Ich kann nicht. Ja, stimmt. Du kannst nicht. Hey, Moment mal. Haben wir jetzt ein weiteres verloren davon? Kannst du das übernehmen? Wir hatten doch gerade drei davon an der Stelle. Das ist aber blöd. Jetzt haben wir nur noch eins. Los, Hugo. Genau so.
Naja, ich muss das hier noch gar nicht entzünden. Das ist das. Ich muss ihm hier nochmal sagen, dass er das nochmal macht. So. Dann sollten wir das einmal anzünden. Ist die Frage, weitergehen? Da hinten gibt es noch was zu holen. Ich will eigentlich das da hinten haben. Das machen wir auch. Komm, das muss klappen. Bald euch! Ach du Scheiße, ist das knapp. Puh. Lukas, ob uns das hier weiterhilft? Das ist ein Entfernungsmesser. Wofür? Ah, das sind den Krieg? Damit kann man den Schusswinkel bestimmen. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Frage ist, ist da noch was zu holen? Lass uns mal schauen gehen hier um die Ecke. Das wird zu knapp. Wenn da was ist, dann ist es sehr knapp, das zu kriegen. Kommen wir natürlich nicht drum herum, uns noch einen Stock da links oben zu holen. Der Gegenstand war jetzt nicht so wichtig. Interessanter wäre gewesen, wenn ich da irgendwie ein Werkzeug oder irgendwas gefunden hätte. Obwohl, Werkzeug geht ja sowieso nicht mehr. Das musst du machen. Ja. Ein neues Stöckchen, bitte. Los, Hugo, genau so. Und dann sollten wir uns mal anschauen, was wir da gefunden haben. Dass wir hier drei Gegenstände schon Geschenke irgendwo übrig gelassen haben. Also wir lassen echt viel aus, ne? Naja, keine Ahnung, wo die sind. Dies sowohl für die Astronomie als auch für die Kriegskunst äußerst nützliche Instrument fand im frühen 13. Jahrhundert eine große Verbreitung. Da man mit ihm präzise Messungen vornehmen kann, wird es zum Berechnen von Winkeln und Entfernungen und vor allem beim Kalibrieren von Belagerungswaffen verwendet. Unter Zuhilfenahme eines Kompasses können Angreifer mit diesem Instrument die Kontrolle über das Schlachtfeld gewinnen und sich einen erheblichen strategischen Vorteil verschaffen. Super Ding. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.